eine Rückhalt als Pflanze einspringt. Ja, theoretisch muss ich halt so rum, dass das hier mehr hier nimmt. Weißt du das noch? Mhm. So? Ja, das ist die Seite hier. Ja. So, für was machst du dich gerade warm? Wir sind in der zweiten Session heute. Wir machen gleich Crossover Double Under Practice, weil die ja jetzt bei den Games irgendwie in Griff davon kommen sollen. Ich habe heute Morgen schon Gymnastics gemacht. Jetzt gerade mache ich meinen Rücken warm, weil als Haupt- und Mittelteil machen wir heute Thruster Speed Ladder. Warum machen wir Thruster Speed Ladder? Weil vor genau einem Jahr war der German Throwdown. Da hatten wir auch eine Thruster Speed Ladder. Mein schlechtester Finish. Und das wird dieses Jahr mein bester Finish. So, was? Also prinzipiell. MF, was hast du da für Schuhe? Ja, Motherfucker-Schuhe. Wofür ist dieser ganze Plyogramm? Optimum für Thruster, damit wir schon explosiv und spritzig in die Übung gehen. Ich habe festgestellt, niemand viel zu arbeiten. Das ist der Unterschied, der Gegenteil von ernst nehmen. Nicht ernst genug. Und deswegen machen wir das jetzt mal ordentlich. Gas geben, Thruster. Thruster, wie jeder weiß, ne? Kommt vom Englischen to thrust, an sich laufen. Ne? Okay. Machst du als erstes? Yeah. Ja! So, letzte Runde jetzt. Thank you.
Wie war's für dich? Anstrengend. Okay, aufwärts. Fazit des heutigen Trainings ist auf jeden Fall ein Sport. Witzig, ne? Sag doch. Ja, also, sich ordentlich aufzuwärmen ist ganz wichtig und richtig. Plyo-Sports, Thruster-Ladder haben gut geholfen, aber Learning ist auf jeden Fall, dass man sich auch in die Beuge ordentlich warm machen sollte. 120 Kilo Thruster hat nicht gefehlt. Konstante Session. Mit guten Learnings für die Thruster-Ladder. Ich muss ein bisschen mehr machen. Mich zu filmen und zu fragen, ob ich zufrieden bin, ist halt voll die neue Nummer, ne? Zwei No-Raps, wie fühlst du dich bei uns? Wie fühlst du dich nach zwei No-Raps? Das ist halt der Maul, dann dachte ich, ja scheiße, ich mach da alles nur für mich hier. Deswegen sag ich das mal lieber. Haben wir uns dann auch gedacht. Ich bin zufrieden. Bist du schon fertig jetzt? Gerade durch. Haben wir Abschluss nach meinen Intervalle gehabt, laufen. 10 mal 90 Sekunden Gas, 30 Sekunden Pause. Nach den Overhead Squats, davor Thruster. Also Krafttrainings, Weightlifting Session in der zweiten mit den Intervallen. Und in der ersten halt morgen Gymnastics. Viele Strict Ring Muscle Ups und Workouts schneiden wir nochmal rein mit Ring Muscle Ups, Burpees und so. Guter Montag auf jeden Fall, gut was geschafft. Jetzt genug Essen, weil ich merke schon, dass ich platt bin, mein Training nach dem Sonntag off. Ich mache mal Sonntag seit dem letzten halben Jahr, glaube ich, kein Training, komplett off. Muss man immer erstmal mal reinkommen. Mir geht es zumindest so, dass montags immer am toughsten ist. Und dementsprechend, ja, so wieder Montag auf jeden Fall für Learnings gehabt, wie gesagt. Und wie würdest du das Training jetzt einordnen? War das eher gut für dich oder schlecht? Wie hast du dich sonst so gefühlt, wenn du sagst, das war solide? Das Training heute war irgendwie nichts Besonderes sozusagen. Ich bin morgen aufgewacht, habe die Thruster-Ladder so als Fokus genommen, dass ich weiß, okay, die will ich attackieren. Aber dann ist heute Morgen die Session im Trizeps dazwischen gekommen. Ich habe es gesehen, zweimal 120 Kilo gefailt, was eigentlich nicht so meinen Werten entspricht. Aber gutes Learning, dass ich eben weiß, dass 120 Kilo mit einem schweren Trizeps dann doch eher beugelastiger sein sollte und nicht so viel im Press. Dementsprechend schätze ich die Session heute auf jeden Fall als, ja, Learning-Session ein. Wie gesagt, heute Morgen eben auch alleine dieses Workout zu machen, war mental einfach. Aber umso besser, dass am Wochenende die Rogue Invitational stattgefunden haben und ich da auf jeden Fall motiviert in die Session gehen konnte. Also, alles in allem, wie gesagt, solide Session, aber mit Fehlern, die im Training gut sind, um dann eben beim Wettkampf zu wissen, was man machen muss. Neben Essen, was machst du jetzt noch für die Recovery heute Abend? Ich laufe mich jetzt noch aus, habe jetzt dann gleich in 2 Minuten den nächsten Termin. Und dann gehe ich nochmal in eine Stretching-Session, ich denke so 45 Minuten nochmal alles durchstretchen und den Abend mit meinen Mädels verbringen. Rogue liegt in der Lounge, Denise hinter der Kamera und dann fahren wir dann nach Hause. Genau. Und mein Unterstützer übrigens hier nochmal im Hintergrund, welch Zufall, der Weightlifting-Shop. Kriegt ihr alles an Equipment, ihr habt gerade gesehen, ich habe mit den Samaleos-Liftern geliftet, habe davor die Metcon 8 angehabt. Mit Fraser Edition, alles hier im Weightlifting Shop erhältlich, von Grips über Straps, also hier, ne? Knee Sleeve Straps, ich bin ein bisschen platt vom Training, merkt man. Findet ihr im Weightlifting Shop und mit Mo 10 könnt ihr nicht nur Geld sparen, 10% von euren oder bei eurem Einkauf, sondern auch mich als Athleten unterstützen, weil Provision bei mir ankommt, wenn ihr dort bestellt. Dementsprechend, wenn ihr das hier feiert, kennt das ja, erstens liken, zweitens teilen, drittens Weightlifting Shop eure nächste Bestellung aufgeben, mit Uhr 10 sparen und viertens motiviert ins nächste Training gehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich drauf, jetzt hier mehr Videos zu machen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare auch schreiben, was ihr davon haltet, was ihr gerne für Content haben wollt. Ja, wie gesagt, danke fürs Einschalten. Ich gehe jetzt essen. Tschüss. And change, become an advocate for taking control of your life. Go out and battle, and you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers, we're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way.
So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Bauch auch, wegen Schädstieß.